Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Path of Exile The Awakening, das neue Add-on und mit dem vierten Akt, mit den neuen Spells und mit den Edelsteinen, die man in den passiven Skilltree reinmachen kann, wird es richtig geil. Ich hoffe, es wird ein langes und gutes Let's Play. Ich habe richtig viel Bock, deshalb kann ich euch das garantieren, und wenn es auch gut ankommt, werden auch viel spannendere Sachen zugefügt, also im Let's Play vorkommen, wie zum Beispiel eine Gildengründung, wenn es wirklich Interessierte hat, wo wir dann zusammen dann Let's Playen, wo ich dann einfach aufnehme und ihr seid dabei. Und ich werde einen der neuen Spells ausprobieren, die es gibt, das Frostblade, und dafür mache ich einen Shadow. So, Warbands, wir wollen komplett neu anfangen in der Liga und machen einen Charakter Shadow. So, also ich werde nach und nach erzählen, was es so Neues gibt. Und seit dem letzten Let's Play, ich habe ja auch ein Let's Play zu dem vorherigen Addon gemacht, Forsaken Masters. Und das kam recht gut an, vor allem die ersten Parts natürlich. So, jetzt schauen wir kurz den passiven Skill Tree an. Da gibt es jetzt diese freien Slots, Juwel Socket. Und bei denen kann man dann Juwelen reinmachen. Aber die Juwelen muss man natürlich zuerst finden. Da unten gibt es noch einen, hier oben zwei. Also überall. Und so kann man eigentlich die Juwelen aussuchen, was man rein will, und dann bekommt man Bonis. Eventuell gibt es noch Reichweiten-Bonis, aber die habe ich noch nie gesehen. Ich habe es einfach ein bisschen mal kurz angezockt. Und viel habe ich leider noch nicht sehen können. So. Also ich sage euch, The Awakening ist viel, viel besser. Also es hat viel, viele Erneuerungen. Path of Exile ist noch viel, viel besser geworden, als es schon ist. Und vor allem gibt es keine Lags mehr. Also die Gegner sind nicht mehr asynchron. Und manchmal eben diese Lags, weil der Server jetzt in Frankfurt ist, nicht mehr in London. Und dadurch auch ein bisschen schnelleres Abklären vom, ob es jetzt asynchron ist oder nicht. So. Oh, eine Bombe. Wir sammeln noch ein paar Items und ein Level. Dann gehen wir zum Boss hier in dieser Gegend. Das ist schön, dass es gleich am Anfang einen Boss gibt. Zwar nicht stark. Aber den besiege ich immer gerne wieder. Auf Grail kann man ihn dann immer wieder mit dem gleichen Charakter besiegen. Das geht, glaube ich, hier auf Normal nicht, weil man nicht zurück kann und kein Waypoint hier ist. Jetzt muss ich schauen, hier sind zu viel. Kann man den Ding-Angriff, Viper Strike, Viperschlag-Angriff einsetzen, damit wir ein bisschen stärker sind. So. Und jetzt, ein Sockel mehr bringt's. So, jetzt haben wir gleich das Level, dann können wir gleich zum Boss rüber. So. Hopp. Gut, der Fiber Strike funktioniert so. Man schlägt den Gegner mit dem Fiber Strike und bekommt einen Charge, also der Gegner bekommt den Charge. Und je mehr Charts er hat, desto mehr Giftschaden bekommt er pro Sekunde, bis die Charts natürlich wieder weg sind. Nach einigen Sekunden ist es wieder weg. Und da muss man natürlich ihn wieder schlagen. So, auch einen Hut haben wir. Sehr schön. So. Der ist recht schnell down mit dem Fiber Strike, weil er sehr viele Charges hat. Also es gibt keinen Charakter,
der anfängt und den Boss schneller besiegt als hier den Shadow. Das ist wunderbar. So, ab jetzt hat man auch Zugriff auf die Kiste, wo wir Items haben. Aber ihr seht, ich habe alle Items rausgenommen und die ich schon jetzt seit dem Awakening Update ein bisschen gesucht habe und auf die anderen Charakter übertragen. Ich werde sie nämlich nicht benutzen, weil wir wollen im Let's Play alles selber finden. Und dafür habe ich eben den Frostblade oder Iceblade Shadow ausgesucht. Davon gibt es noch keinen Guide, aber ich werde es mir denken können. Ich werde wahrscheinlich nicht auf Crit machen, dafür auf Zweihandwaffen und ja, so viel Damage wie möglich. Wahrscheinlich geht dann auch Chain und multiple Projectiles. Da ist er schon. Und dann gibt es einen riesen Wirbelwind. So. Also, dann setzen wir das ein. Viper Strike behalten wir hier noch ein bisschen. Das Amulett. Oh, schön viel Life Regeneration. So. Und ja, dann können wir schon weiter. So, jetzt kann ich es euch zeigen, denn das Iceblade. Frostblade, 3 Projektile. Also man greift an, da kommen 3 Projektile raus. Also man sieht es jetzt nicht gut, weil die Gegner nah sind. Aber jetzt sieht man sie eigentlich sehr gut. Schön ist auch, dass die Gegner ein bisschen anders gemacht wurden. Also diese Anfang hatte ich hier zum Beispiel noch nie. So viele Steine. Oh, Level Up, sehr gut. Schon Level 2 dieser Frostblade. Das Gute ist natürlich auch, dass es einfriert. Oh, hier sind schon die neuen Gegner vom ersten Gebiet. Die Krabben. So. Damage machen wir halt noch nicht so viel mit denen, aber später. Mit Zweihandwaffen sowieso. So, einen Buckler können wir auch aufsammeln. Da haben wir ein Schild. So, hier hat es noch Leichen an Stängeln, an Stangen, auf Spießen. So. Wenn es manchmal ganz kurz leckt, also wenn es ein bisschen kurz stoppt, das liegt einfach an Fraps, weil Fraps nicht mit 8.1 Windows recht gut funktioniert, also schlecht. So, und das sind die Warbands. Das sind immer so 2 oder 3 Leute, die recht stark sind, wo Bosse sind, weil sie goldene Schrift haben. Und ja, die geben eigentlich recht gut Items, aber natürlich nicht so viel wie zum Beispiel in der Tempest Liga war das oder so, was die Geister gab. So. Oh je, da hat irgendwie eine Attacke mit Donner. Ja, das Problem ist, das Mana geht bald aus. Wir haben erst einen Mana-Trank. So, aber geschafft. Ja, da ist wieder diesen Kugelblitz, der stillsteht, oder was? Okay. Eine Steinaxt. Oh, schön. Die setze ich aber nicht ein, weil sie zu langsam ist. Da müssen wir noch ein bisschen später schauen. Also mit besseren, mit rare oder so. Mal schauen, wenn ich umswitche. Weil am Anfang kann man auch Einhandwaffen benutzen. Weil wir hier in der Nähe nirgends Zweihandwaffen haben. Weil wir keine Einhandwaffen tragen, nehmen wir den unteren Weg nicht, aber den oberen. Und
hier drüben das Live nehmen wir. Vielleicht noch Frost, da Freeze. Ja, da können wir hier hoch. Salzimpfen ist auch nett. Ja, und hier unten natürlich was Akrobatics und Akrobatics. Den können wir nehmen. Dadurch. Ja. Am besten hier noch Projektil Speed. Ja, mal schauen. Wir können dann immer wieder umskillen. Ja, wir brauchen mehr Stärke. So eine Axt braucht viel Stärke und das haben wir nicht. So. Ich hoffe, wir bekommen noch mehr Geschosse, weil 3 ist schon ein bisschen wenig. Aber mit Chain ist es dann natürlich auch besser. Wir bekommen den Chain Gem auch viel schneller, weil er verkaufbar ist jetzt. Früher haben ja die Händler nur die eigenen Hirelings, also die Söldner, die wir hatten, hatten Gems im Angebot, sonst mussten wir alle finden oder durch Quests bekommen. Und jetzt geht das, also man kann die Gems dann nach den Quests wieder kaufen, immer wieder kaufen, immer nach den Quests ist es dann auch im Angebot. So, eine Robbe. Insert. Das ist leider alles Magie. Intelligenz. Ja. Identifizieren wir das nicht, weil wir haben wenig Scrolls. So. Gut. Hier in dieser Gegend ist jetzt das Waypoint von der nächsten Ebene. Die haben es einfach zurückgesetzt, also ein bisschen früher gemacht. Und ja, dadurch einfach ein bisschen schneller erreichbar und so. Damit wir einfach hier ein bisschen besser schneller hier sind, weil später in Cruel und in Merciless ist es eigentlich eine recht gute Leveling Zone, bis man weiter ist natürlich, weil die Gegner sind auf solchen Seitenareas immer ein bisschen stärker, ein bisschen höher levelig. So. Oh, Krabben. Ich brauche einen Mana-Trank. Und das Gute ist, jetzt hier durchgehe, weil da bekommt man einen Mana-Trank. So. Gut. Also richtig geil. Aber auch manchmal ein bisschen schwerer. Aber das ist auch gut so. Der vierte Akt, der hat recht viele Bosse. Und die sind immer so ein bisschen taktisch. Also ich weiß nicht, Path of Exile will vielleicht ein bisschen raus aus dem Action, rein in die Taktik. Das ist gut so, aber sollte nicht störend sein. Und dann müssen wir mal schauen, ob das wirklich störend ist oder nicht. Ich bin hier ein bisschen eingekreist, das ist nicht gut. Der Boss haut ein bisschen ab. Oh, der hat dieses, wie heißt die Attacke? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Sie hat einen bestimmten Namen. Die macht recht viel Schaden, also. So. Einen Life Flask. Also jetzt müssen wir, also Attack Speed, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ich will lieber auf Damage gehen. Das ist natürlich
Wir könnten beides nehmen, aber es ist nicht stark genug dann auf Damage. Damage ist wichtiger als Attack Speed und hilft uns besser weiter. So. Ja, gehen wir durch den Waypoint, weil wir haben nur einen Portal Scroll. So. Oh, hier sind auch wieder die Warbands. Oh, die machen Schaden. Wahnsinn. So, geschafft. Gut, gut. Ja, bei denen muss man halt aufpassen. Aber dann haben wir auch eine Herausforderung zwischen den Gebieten, weil sie treten echt oft auf. Also fast in jedem Gebiet gibt es zwei. Oder sogar drei manchmal. Und ja, so eine Herausforderung macht halt Spaß. Also ja, wenn sie eben noch herausfordernd sind und nicht unfair stark oder so, machen sie recht Spaß, oder zu schwach. Das haben sie hoffentlich gut balanciert. Aber ich denke schon. So. Hallo. Die treffe ich nicht mit den Seitenstacheln. So. Und das Mana geht so extrem schnell runter. Unbedingt dann nach Norden, also nach oben beim passiven Skedri Mana holen. Ja. Also das ist ein hungriger Spell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich habe ihn nur ein bisschen ausprobiert. Ich habe einen Shadow noch genommen, der auf Eternal Knives also geskillt war. Weil das halt schon von Anfang an AOE bietet, aber der Frostblade ist eigentlich recht nett. Fast besser sogar, weil er schneller ist. Dafür kostet er mehr Mana, trifft aber auch nicht so viel Gegner. So, unbedingt Mana. Hier haben wir auch schon. Gut. Also, den tun wir hier am Anfang. Ja, das nehme ich. Und der Rest, ich weiß nicht, ob Stab gut ist. Cold Games, oh, das ist nett. Zum guten Glück habe ich das raus. Also, aber ich habe jetzt keinen blauen. Ja, da muss ich das Circuit. Genau. So. Dann nehme ich halt Viper Strike momentan nicht und tue hier drauf. Dann schauen wir mal an, wie das so abgeht mit einer Zweihandwaffe, die natürlich viel stärker ist. Ja, 8 bis 17 ist schon stärker. So. Gut, dann gehen wir weiter. Das kann man einsetzen, oder? Ja, weil es ist eine stumpfe Waffe, aber ich schieße Blades. Toll, aber man hat es gesehen, die Gegner sind eigentlich One-Hit. Das ist recht gut. Oder 2-Hit. So. Ja, One-Hit, manche nicht. Was ist jetzt los? Ja, die Attacke wurde nicht zu Ende gemacht, weil ich unterbrochen wurde. So, hier hat es auch noch ein paar. Oh, da ist schon der Boss. Ich mag die Aura nicht. Schade, dass die Aura nicht als Game gibt, damit man ihn einsetzen kann.
ja, so eine Aura wie von Diablo 2 als Paladin, die Schaden macht, fehlt noch in diesem Spiel. Hätte ich gerne. Aber dann soll sie auch genug stark sein, dass man einfach ein bisschen herumlaufen kann und die Aura dann die Gegner killt. So, ein Power Ring. Power ist was? Ah, da oben. Mana, sehr gut. Und hier haben wir, ja, nette Schuhe. Level 6, okay. So. Eine Glyphe. Oh, ich mag die Gegner nicht. Wenn sie chargen, dann... Oh. Machen wir gerne. Wir suchen aber zuerst noch den letzten... die letzte Glyphe. So, hier geht's weiter. Noch ein bisschen mehr physischen Damage. Da ist er, ja, da ist er. Also mit einer Zweihandwaffe ist es nett. Weil sie ist auch schnell mit einer Zweihandwaffe. Es gibt ja Attacken, die Zweihandwaffen sind, die extrem langsam sind. Und das finde ich nicht so gut. Ich bin gerne ein schneller Kämpfer. So. Also. Dann gehen wir dort rein. Weil das ist ein Hyreling, also ein... Wie sagt man den? Einfach eben einen... ein Söldner, einen Begleiter, der handeln tut und ein Grundstück anbietet, wo man so bauen kann. Das war aber das letzte Addon. Das war Forsaken Masters. Aber erst ab Level 3 können wir dann Grundstücke mieten. Oder bekommen und sie dann handeln. Es geht leider nicht schnell, aber so Akt 2 oder Akt 3 haben wir dann das Grundstück. Oder wenn man es immer wieder macht, aber man bekommt natürlich auch immer viel weniger Erfahrung bei den niedrigleveligen Gebieten und kann deshalb ja nicht so gut ihn hochleveln schon früh. Es geht, wenn es geht, wenn das Spiel es gewollt hat. Meistens. Also wenn man nur ein durchspielt. So, da unten ist er. Ich habe irgendwie ein bisschen Mikroprobleme. Ich höre immer ein bisschen meine eigene Stimme oder so. Ich weiß nicht, wie man das abstellt. Oh, das sind Akt 3 Gegner. Aber die sind auch schwach jetzt hier noch. Das ist gut balanciert. Und hier ist... kein Boss? Okay. Vielleicht ist es noch zu niedrig für einen Boss. Später gibt es dann Fallen hier und alles mögliche. Also je höher man im Level ist und im Gebiet Level, desto... mehr Gefahren lauen auch auf uns, oder? Zum Beispiel Explosionen oder Kettenblitze oder Schockwellen. Und man muss halt einfach ein bisschen warten manchmal, bis die Schockwelle vorüber ist. Und dann kann man durchlaufen. Dann kommt sie erst später wieder ein bisschen. So. Oh, schöne Musik. Ich hoffe, ihr hört es gut genug, weil auf YouTube ist alles ein bisschen leiser. Und bei mir ist es sehr laut. Ah, Sainari is the first character to enter Waterfall Cavern in Merciless. Aha, schön. Also am 10. Juli ist es rausgekommen. Und ich hatte da noch ein paar Internetprobleme. Jetzt geht's los. Und jetzt kommt eigentlich jeden Tag, hoffentlich. Wenn es mir gut geht, weil momentan geht es mir nicht so gut. Fast einen Hitzeschlag bekommen. Und hier oben im Zimmer ist es auch nicht besser. Ich wohne auf dem Dachstock. Und ja, gleich unter dem Dach, das erwärmt wird. Das ist nicht so gut.
Jetzt muss ich schauen, dass ich noch ein bisschen besseres Internet bekomme. Ich habe zwar LAN jetzt schon, aber nur 6000 Kilobyte pro Sekunde. So, jetzt fragt sich, was ich nehmen soll. Block, das ist nichts für mich. Ich brauche eigentlich gar nichts. Das ist das Problem. Ja, okay, ich nehme das einfach, weil das selten ist. So, Dex-Gems. Das können wir auch hier einfügen. Ah, das ist das mit dem Level 6. Rohstoffe. Ja, und die restlichen sind alle leer, also eben alles neu angefangen. Ich werde von den anderen Charakteren nicht die Items nehmen. Wir nehmen nur das, was ich selber finde oder von der Gilde oder so, die ich vielleicht mal beitreten kann, bekomme. Oder von Freunden. Aber ich schaue, dass ich dann nicht zu OP bin. Solange als ich gut durchkomme, werde ich natürlich auch nichts annehmen oder es einfach nicht benutzen. Und wenn ihr Bock habt, der Charakter wisst ihr, wie der heißt, könnt ihr einfach im Path of Exile Drago Basler suchen und mich hinzufügen und mich anschreiben. Und ja, es ist einfach so noch, ich mache das in jedem Spiel, was online ist, was man anreden kann. Wenn jemand nervt, werde ich ihn rauskicken und werde ihn später dann wieder einladen, damit er einfach merkt, dass ich nicht immer gestört werden will. Aber das wird nur, wenn man spammt oder wenn man unbedingt etwas ganz Wichtiges, ja, eben nicht so Wichtiges schreibt oder so. So, kommt. Ah, nicht ein Kettenblitz. Der macht Schaden. Ja, der Lightning Strike setzt ein mit diesen drei Schüssen. Und eben diesen Kettenblitz, der einfach auf der Stelle steht. Der, also wenn man den Spell einsetzt, der wandert ein bisschen und hört dann nach einiger Zeit auf. Und so auf der Stelle ist auch nice, aber nochmals Warbands, was ist denn los hier? Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Also wirklich. Boah, ey, nervt mich nicht. Jetzt noch Stratic Strike, dann noch Teleport. Uiui. Oh. Und diese Wailing Strike, oder wie er heißt. Auch. Also ich werde jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich genauso viel spielen wie im letzten Jahr. Also viel, viel, viel mehr. Und dann werde ich natürlich auch vieles kennen. Aber was ich nicht möchte, ich bin ein Let's Player. Und die haben natürlich nicht so viel Zeit zum alles auswendig lernen und so. Ich möchte nicht von jemand die ganze Zeit als Noob beschimpft werden oder so. Das war einer bei Champions of Regnum, ein anderes Projekt von mir. Und das ist wirklich nicht nett. Also dafür habe ich ein paar Dislikes bekommen, aber das ist mir scheißegal. Weil, ja, ich will nicht als Noob beschimpft werden und das sollte ihm eigentlich klar sein, ist es nicht. Darum ist er wahrscheinlich noch recht jung von mir aus. Und ja, habe ich halt mal ein paar Dislikes mit. Ich bin aber wirklich froh, dass niemand disliked sonst. Nur zur Verzweiflung. Und ja, dann soll es machen von mir aus. Ich bin eben so nicht so einer, der unbedingt alles Likes braucht oder so. Ich bekomme auch nicht so viele Likes, aber es ist auch mühsam, also auf YouTube zu liken und so. Wenn man Videos schaut, vergisst man es meistens oder man mag es halt auch manchmal nicht so gönnen, weil auf YouTube man manchmal sehr verwöhnt wird.
Aber wenn ihr wirklich helfen wollt, dann dürft ihr natürlich immer liken. Oder auch manchmal disliken, wenn es euch nicht so gefällt. Aber ich möchte gerne ein Feedback haben. Weil für mich heißt dislike einfach, es gefällt mir etwas nicht. Und wenn ihr nur disliked, dann weiß ich nicht, was genau mir nicht so gefällt, oder? Und mit so weiß ich es dann. Wenn ihr es einfach kurz beschreibt, was euch genau nicht so gefällt. Und ich kann es dann im nächsten Mal besser machen. Das ist so mühsam mit diesem Frost Novas. Und jetzt sterbe ich noch, oder was? Wahnsinn, diese Gegend. Ja, das sind so die Challenges. Finde ich nett. Boah, diese Gegner. Kommen noch mehr. Aber cool. Richtig cool. Wenn ich dann mal schneller bin, dann ist es auch natürlich schneller fertig hier. So, jetzt hab ich Mana, Mana. So. Hier haben wir auch noch einen. Wie heißen die? Cruster Akram Azian. Aha. So, hier unten ist auch wieder der Boss. Also es sind immer so kleine Gebiete. Die eben Challenges haben. Am Anfang keine, aber später viele. Oh, das ist nicht nett. So, das wollte ich. Immerhin ein Level. Boah. Schon im ersten Part sowas Schweres. Nicht schlecht. Also manchmal ist der Schwierigkeitsgrad richtig nett hier in diesem Spiel. Aber es macht auch Langeweile. Ich denke immer Leute, ja man muss eine Herausforderung haben, damit es Spaß macht. Das stimmt, aber allzu schwer muss es auch nicht sein. Viele Leute wollen einfach extremen Schwierigkeitsgrad. Und das macht mir persönlich viel weniger Spaß, als wenn ich es zu leicht habe. Aber beides ist natürlich nicht nett. Was ist denn das für... Hey, das setzt die ganze Zeit diesen Ding an, ein Barrage Skill. Oh, toll. Attack Speed. Du spammst zu viel, jetzt mache ich dich kaputt. So. Was ist das? Ah, das ist die Maske. Von diesem toten Schaden. Nett. Nehme ich mit. Ich brauche Lebenstränke. So. Schnell weg hier. Leider haben wir keine Speed Potions. Oh. Oh, hier ist eine Sackgasse. Falscher Weg, Drago. Du bist ganz falsch. Zurück mit dir. So. Abhauen, 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 abhauen. Nicht einsetzen. Nicht einsetzen, nicht spammen. So. Hä, wieso bekomme ich jetzt Schaden? Hä, keine Animation gehabt oder was? Schnell, schnell, schnell. Oh, ich hat mich nicht erwischt. Sehr schön. Toll, toll. Jetzt bekommen wir aber auch viele... Ja. Ein bisschen. Bisschen Erfahrung haben wir für ihn bekommen. Ist ein bisschen blöde, dass er Erfahrung bekommt und nicht wir. Aber natürlich, so wird er natürlich auch größer, sonst wird er ja nicht größer. So, Attack Speed ist recht nett, also jetzt schießen wir auch viel schneller. Gut. Jetzt müssen wir diesen Ding finden, diese Höhle da. Die Höhle in einer Höhle. Aber leider ist die Höhle recht groß, dafür gibt es die zweite, also der Gang nach oben gibt es nicht mehr. Oder nach unten, nein, nach oben, glaube ich.
Also es waren immer drei Ebenen hier. Eine führt herunter und eine hoch. Die führt hoch. Aber dann ist genau der letzte Start, also nicht mehr diese zweite Ebene. So, dafür ist eben diese Ebene größer. Da ist nichts, okay. Jetzt muss ich kurz auf die Map schauen. Ich habe jetzt das auf M geswitcht, weil Tab ist nicht so gut erreichbar. Weil das eigentlich genau auf dem Mittelfinger ist, Tab. Aber das ist so umständlich zu bedienen. Da habe ich es lieber auf M wie bei jedem anderen Spiel so. Und also es ist für mich bequemer, für andere wahrscheinlich nicht. Weil ich weiß ganz genau, wo M ist. So viel Sacred 2 habe ich schon gespielt. Was ist M noch? Ja, viele anderen Games. Two Worlds 2 ist auch auf M. Aber ich müsste denken, was alles noch gibt. Wo es die gibt auf M. Aber M heißt Map, also ist M eigentlich immer Map. So. Da oben irgendwo. Da drüben. Ja, wahrscheinlich gleich am Anfang, natürlich. Und ich nehme den falschen Weg. Weg damit. Gut. So, jetzt schauen wir nochmals. Da unten. Aha. Ich hoffe es. Nö. Ah, unten. Links dort. Dann machen wir das noch. Dann wende ich den ersten Part. Im nächsten Part geht es dann weiter mit The Ledge. Und ja, freue mich auf dieses Projekt. Der erste Part war richtig interessant schon. Sie haben wirklich auf vielen Stellen es verbessert. Und eben ohne Lags und so ist es natürlich viel besser. Einfach diese kleinen Mini-Lags, die ich wegen Fraps habe. Aber ja, ich habe momentan kein anderes besseres. Also jedes andere Aufnahmeprogramm ist schlechter. Aber eventuell auf manchen PC-Systemen nicht schlechter, aber bei mir ist es leider schlechter. Und Shadowplay von Nvidia, eben die Grafikkarte stürzt bei mir immer ab. Wahrscheinlich bei den anderen auch so, weil das eigentlich fast nicht mehr weiterentwickelt wird. Keine Ahnung wieso sie so etwas gemacht haben und dann plötzlich abgebrochen haben. Finde ich sehr schade. Weil man braucht einfach ein gutes Aufnahmeprogramm und Nvidia hat recht viel Möglichkeiten, viel Geld für die Entwicklung eines solchen Aufnahmeprogramms, das auch recht gut ist und vor allem fehlerfrei, dass es nicht mit im Game abstürzt oder so. Das ist nicht nett. So. Jetzt Mana, unbedingt Mana. Wir haben immer Mana-Probleme. Das ist nicht so nett. Also die Spells sollten am Anfang ein bisschen weniger Mana kosten, dafür später dann ein bisschen mehr. Das ist wirklich sehr gemein. Man kann nichts spammen. Hat schon wieder eine leere Mana-Kugel. So. Diese Wetzsteine werde ich hier noch nicht auf diese Waffe nehmen. Erst später, wenn ich dann eine wirklich gute habe, dann kann ich die nämlich gleich voll machen, wenn ich über 20 habe. Aber das werde ich dann schon haben. Also wenn ich die über 20 habe jetzt schon, kann ich es auf diesen Stab machen. Aber sonst bringt es nicht viel. Weil es ist wirklich nicht mal 20 Damage mehr. Das ist sehr wenig. Ach komm schon, du bist ein Angsthase. Er war dem Tode nahe. Und ist jetzt tot. So, wir haben hier ein Schwert gefunden.
5 bis 11 plus 2 bis 3 Fire Damage. 4 Leben. Ich werde das jetzt mal einsetzen. Weil ein bisschen wenig Damage dafür einhand und viel schneller ist schon netter. Hier unten haben wir gleich zwei Waffen. Hier haben wir noch das. 20 Stärke oder Mana. Mana ist wichtiger. Ja. Gut. Also. Dann schauen wir mal zu den Hirelings. Aber die haben wahrscheinlich keine guten Items noch. Ja. Aber ein gelbes haben sie schon. Aber die sind Level 2. Beide Level 2,5. Okay. Ja. Ein Zepter, aber braucht den Orb of Change. Haben wir nicht. So, ein Skillbuch. Nochmals einen Skillpunkt bekommen wir dadurch über. So, haben wir Mana. Und dann gehen wir hier auf Sniper, rüber auf Quickness. Das Leben brauchen wir erst später. Den Stab behalte ich noch. Die werde ich noch verkaufen. So, den Stab tue ich dann aufs erste Feld. Und ja, Handschuhe und ein Gürtel brauchen wir noch. Also das nächste Mal mit zwei Waffen vorläufig. Und wenn wir dann eine gute Zweihandwaffe haben, nehmen wir die gute Zweihandwaffe. Ja, also Dankeschön fürs Schauen des ersten Partes. Schaut weiter, es wird wirklich sehr toll und ja, wenn ihr eben ein bisschen interaktiv zusammen sein wollt oder einfach ein bisschen diskutieren wollt, in-game chatten, dann dürft ihr das gerne machen. Eben der Charakter heißt Drago Basa, zusammengeschrieben und ja, ich bin sehr offen, also wenn ihr eben irgendwelche Wünsche habt oder Fragen, dann dürft ihr die gerne schreiben, hier oder auf YouTube unter das richtige Video. Also, Dankeschön und tschüss!